und herzlich willkommen hier im sonnigen Bärstadt. Genau, hier scheint gerade schön die Sonne rein. Eine willkommene Abwechslung zu dem ganzen Regen, der in den letzten Tagen gefallen ist. Bei euch doch auch, oder? Hab schon Schwimmhäute zwischen den Fingern. Also, es gibt ja mal wieder was Neues zum Thema Löwenzahn. Und zwar, sondern die Sendung feiert im nächsten Jahr ihren 40. Geburtstag. Und es gibt gleich 4 Sonderfolgen, die jetzt im Mai gedreht werden. Und zwar nicht in Bärstadt, sondern in Südafrika. Das Team von Guido Hammersfahr und Studio TV wird sich demnächst aufmachen nach Südafrika und dort gleich 4 Folgen drehen, ohne Keks und ohne Bauwagen. Aber klar, natürlich, den Bauwagen kann man schlecht nach Südafrika transportieren. Könnte man, muss man aber nicht. Und den armen Keks mit seinem dicken Fell in Südafrika möchte auch keiner sehen. Also bleiben die zu Hause. Und es geht um eine Freundin. Die steht in diesen 4 Folgen im Mittelpunkt. Die braucht wohl Fritz seine Hilfe. Und die hat eine Farm. Natürlich geht es auch um Tiere, Giraffen, Krokodile, Raubkatzen, Nashörner. Ja, und Fritz fährt nicht alleine. Es kommt wohl noch Herr Klute mit und Yasemin. Das finde ich sehr schön. Yasemin sieht man viel zu selten. Ja, sie hat zu viel zu tun mit ihrer Hauptkarriere als Ärztin. Ja, das ist die Aussicht für das nächste Jahr. Es werden natürlich noch weitere Folgen in Bärstadt gedreht, damit wir neues Futter haben. Die letzte Folge, die ich gesehen habe, ich bin ja immer ein bisschen hinterher, ich komme kaum noch dazu, das ist etwas schade, war ja die mit den Puppen, wenn ich mich nicht irre, genau. Und die fand ich ja sehr toll, hat mir sehr gut gefallen. Es gibt ja auch dieses das Löwenzahn Marionettentheater, kann ich euch empfehlen. Guckt mal uns auf die Webseite, da gibt es auch den Link dazu. Die veranstalten ja ab und zu mal. Und dann kann man da gerne hingehen. Ich mag die Marionetten, das wäre ja noch was für meine Sammlung. Aber ich glaube, das ist nicht erschwinglich. Jo. Ansonsten gibt es wenig Neues zum Thema Löwenzahn, was ich etwas schade finde. Ich habe ja vor kurzem noch eine Umfrage gestartet bei Facebook zum Thema, würdet ihr gerne Löwenzahn-Action-Figuren haben? Das hat den Hintergrund, ich persönlich als alter Löwenzahn-Fan, ich hätte das gerne. Und meine Kinder, die hätten das auch gerne gehabt. Also ich stelle mir das eigentlich toll vor. Den Bauwagen so Spielzeug zu haben. Dazu Fritz Fuchs und Keks und vielleicht auch Nachbarn Paar Schulke und Yasemin und Polizist Götz ist ganz wichtig. Dann vielleicht auch noch mal 1-2 Gangster, die ja ab und zu, seit Fritz Fuchs hier ist, durch Bärstadt tigern. So eine Sachen ist doch mal schön zum Nachbauen. Vielleicht den Kiosk noch. Also das wäre was ich gerne hätte. Naja, aber im Augenblick scheint ja keiner daran Interesse zu haben. Es kommen auch keine neuen Fanartikel auf den Markt, was ich ein bisschen schade finde. Studio TV hätte es verdient, dass die Sendung, die sie jetzt so lange begleitet hat, mehr Aufmerksamkeit verdient. Also, ZDF Enterprise, legt euch ins Zeug. Nicht nur Actionfiguren zu Marvel und DC, sondern wir wollen auch Actionfiguren zu Löwenzahn. Vielleicht auch zu Siebenstein, warum nicht? Na? Die spielen ja eigentlich im selben Universum. Ja, wenn Keks jetzt auch sprechen kann, warum nicht auch der Rabe Rudi? Ja, wusstet ihr eigentlich, dass Peter Lustig hatte ja mal vorgehabt, eine Crossover-Folge zu machen mit Siebenstein und Löwenzahn? Damals noch mit der alten Darstellerin, nicht alt, sondern mit der vorherigen Darstellerin von Siebenstein. Aber es hat nicht sein sollen. Schade. Ja, ansonsten findet ihr bei uns auf der Webseite natürlich die neuesten News
zu den Sendungen bzw. die Sendetermine. Ich versuche da jetzt ein bisschen aktueller zu sein. Tut mir leid, wenn es mal etwas hakt. Was haben wir denn als nächstes? Das ist der, was haben wir jetzt? Den 18.03. Die nächste Folge wäre am Samstag, den 23. März um 6 Uhr morgens. Meine Güte. Und zwar Steine, ein harter Schwindel. Weiter geht's am Sonntag natürlich, 24. März um 8.35 Uhr. Sand, die Sphinx von Berstadt. Da hatte ja Charlie einen Auftritt und wollte unbedingt an die Künstlerschule oder war in der Künstlerschule und musste da eine Arbeit vorlegen. Mit Paschulke war die Folge, genau. Und um 11.05 Uhr im Kika Holz der Baum auf dem Bütchen, wo der Ast nach dem Sturm direkt aufs Bütchen knallt und Jasmins Bütchen ist komplett kaputt. Ja, das sind die nächsten Folgen. Danach geht es weiter mit Samstag, den 30. März um 6 Uhr. Ameisen rettet die Königin. Und am 31. März mit Wildes Kraut, das unschlagbare Löwenzahn. Und um 11.05 Uhr Kriminalistik, der falsche Hase mit dem Doppelgänger von Herrn Klute. Sehr schön gelöst, die ganze Sache. Ansonsten bitte ich euch um Mithilfe, denn Studio TV Film feiert 50-jähriges Bestehen. Und wir wollen Ihnen gratulieren. Natürlich nicht nur per Videobotschaft, sondern richtig mit einer kleinen Überraschung. Und da würden wir gerne eure Glückwünsche mit einbinden. Also, wer gerne Studio TV Film, die Produktionsgesellschaft, die uns Löwenzahn und auch Mittendrin und viele, viele, viele tolle Sachen gebracht hat, wer die gratulieren möchte, bitte schreibt es entweder in die Kommentare, per E-Mail an sascha@löwenzahnfanclub.de oder per Facebook-Nachricht. Ja, das sind eigentlich die Wege, wie ihr uns erreichen könnt. Also schreibt uns was dazu, wenn ihr es möchtet. Wir werden es ausdrucken und dem Geschenk hinzufügen. Jo. Sagen wir es mal so, wir haben jetzt den 18. bis zum Ende des Monats habt ihr Zeit, eure Glückwünsche mir zu schicken. Dann machen wir das fertig und werden das dann an Studio TV abgeben. Jo, ansonsten ist es sehr ruhig, wie gesagt. Guido hatte bis vor kurzem noch zu tun und ist getourt mit dem Stück Fehler im System vom Schlossparktheater. Da waren sie jetzt auf Deutschland-Tournee. Wie ich gehört habe, sehr erfolgreich. Ist auch ein tolles Stück. Ich fand es sehr witzig. Ja. Gut. Sonst war jetzt... wir haben ein bisschen wieder was an der Seite gemacht. Es geht langsamer voran als gedacht, aber... langsam ändert sich das Eichhörnchen. Stetig ändert sich das Eichhörnchen. Na, irgendwie so war dieser Spruch. Es gibt wieder eine Löwenzähnchen-Episodenliste. Wir sind jetzt bei Staffel 6. Und die ist auch wieder online. Also für alle Löwenzähnchen-Fans, ihr findet bei uns jetzt auch wieder die ganzen Episoden, die es bisher gab, damit ihr mal gucken könnt, welche es gab und welche ihr noch braucht, um eure Staffeln vollständig zu bekommen. Ansonsten gibt es ja die DVD-Boxen. Und es wird jetzt noch einen Bericht dazu geben zu den Streaming-Möglichkeiten. Da werde ich mal auflisten, was alles bisher möglich ist, ob man überhaupt und was man gucken kann von unseren Bärstädtern. Und dazu werde ich auch meine Meinung sagen, weil, sagen wir es mal so, ich finde bei Amazon, ich kann ja ein bisschen vorgreifen, Löwenzähnchen ist ja bei Amazon Prime verfügbar oder Amazon Video. Und ich finde, also einzelne Folgen würde ich da nie kaufen, viel zu teuer. Denn kauft euch da, also meine Empfehlung ist, kauft euch die DVDs, die sind sehr, sehr gut gemacht.
kauft euch die DVDs und dann ist alles schick, weil einzelne Folgen, die sind 5 Minuten lang, die für über 1 Euro zu kaufen, ist einfach zu teuer. Ja. Dann gibt es Werbung für das aktuelle Löwenzahn-Magazin. Kauft ihr euch das noch? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Wie findet ihr das? Ich finde es ein bisschen schade, dass im Löwenzahn-Magazin zu wenig mit Löwenzahn die Sendung irgendwie behandelt wird. Ja, wir haben ja hier unser altes Löwenzahn-Magazin, so wie es ganz am Anfang war. Und das hat ein bisschen mehr mit der Sendung zu tun. Später beim E. Harper Verlag wurde es auch sehr viel weniger. Und jetzt bei Blue Ocean, ich mag es, ich finde es auch schön, dass es es noch gibt. Und es sind auch tolle Themen zu den verschiedensten Sachen, Natur, Umwelt und Technik, passt also auch zur Sendung, aber ein bisschen mehr, was ich, ein Comic zur Sendung oder irgendwas hätte ich gerne in diesem Heft, dann wäre das einfach noch besser. Ne? Ja, das war es eigentlich mal von mir. Demnächst kommen noch Bilder von dem Frau Giraffe zieht um Gewinnspiel. Muss ich noch einscannen und hochladen. Ansonsten schaut mal vorbei bei uns auf der Fanclub-Seite, im Fanclub-Forum und auch gerne auf der Facebook-Seite. Da kommen immer die neuesten News. Und demnächst gibt es auch wieder einen Newsletter von uns. Da müssen wir mal schauen. Der Anbieter, den wir bisher hatten, den gibt es wohl nicht mehr. Da bin ich gerade dabei, einen neuen Service einzurichten. Müssen wir mal gucken. Ja. Ansonsten sehen wir uns demnächst wieder hier in Berstadt. Ich lege mich jetzt noch ein bisschen in die Sonne, wie es ausschaut. Und ich wünsche euch noch viel Spaß mit Löwenzahn, Löwenzähnchen und schaut mal wieder vorbei. Bis dann. Abschalten. Ich drehe noch eine Runde. Ciao. Moment, Moment, noch nicht abschalten. Tse, da habe ich doch noch was vergessen. Und zwar gibt es ja. Habe ich ja schon erwähnt, dass ich eine Löwenzahnsammlung habe, ist ja klar. Und ich bin gerade durchgegangen durch meine Sachen und da fiel mir auf, meine Hörspiele sind gar nicht komplett. Deshalb wollte ich euch mal fragen, habt ihr Löwenzahn-Hörspiele und würdet gern mit mir tauschen? Denn ich habe hier einige Sachen doppelt. Lasst mich mal kurz schauen. So, ich habe doppelt. Peter jagt den Dieb von Berstadt. Peter und die Wunderlampe. Peter geht zur Feuerwehr. Ja, also das ist das, was ich doppelt habe. Und mir fehlen noch, wartet mal, wartet mal. Die ersten Hörspiele. Peter auf Schatzsuche. Peter Expedition zum Mond. Peters Piratensender. Peter der Schatz der alten Römer. Und Peter und die Müllwichtel. Wichtel. Das sind die mit den Comic-Covern. Und es wäre schön, falls jemand die da draußen doppelt hat oder sie gerne loswerden möchte oder vielleicht auch mal einer von den Hörspielen hier hat, haben möchte, die ich hier habe, meldet euch. Auch wenn ihr die verkaufen wollt, sagt mir Bescheid. Vielleicht kommen wir da ins Geschäft. Gut. Es soll nämlich ein Special geben zu den Löwenzahn-Hörspielen. Und ich habe die Hörspiele eigentlich, aber ich habe sie digital. Und ich möchte sie gerne als CD haben. Sieht besser aus für die Sammlung. Und auch für die Ausstellung sieht es besser aus. Deshalb, wer also die Löwenzahn-Hörspiele hat und sie nicht mehr braucht, oder die Hörspiele noch braucht, die ich vertauschen möchte, der meldet sich bitte per E-Mail sascha@löwenzahnfanclub.de oder per Facebook-Nachricht oder hier in die Kommentare oder so. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Okay? Gut. Na dann, jetzt könnt ihr abschalten, denn ich lege mich jetzt in die Sonne. Bis dann. Tschüss.